So, herzlich willkommen zur 30. Folge von Hexen und The Deathling of the Dark Citadel. Überhaupt nicht abgelesen. Wenn die letzte Folge doch ein bisschen Überlänge hatte, versuche ich das mal ein bisschen kürzer zu machen. Habe ich überhaupt gespeichert, bevor ich beendet habe? Scheinbar nicht. Gibt es hier auch einen offiziellen Weg runter? Irgendwo, wo man sich nicht alle Kreten bricht. Alter. Dass die auch direkt feuern können, Alter. Das ist so unfair. Komplette Einigkeit, Autopilot. Will ich meinen Autopilot eigentlich komplett verarschen? Wisst ihr? Wenn er irgendwo hinter einem Fels ist, dann schießt mein Autopilot genau drauf, damit er auch schön den Fels trifft und überhaupt nicht das, was er soll. Aber wenn ich freien Schussmann habe, dann schießt mein Autopilot schön daneben. Was ist denn das für ein Mist, ey? Alter. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Achso, genau, hier geht's einmal runter. Deswegen habe ich die Vögel nicht gesehen, weil die erst nachgespawnt sind. Und so genau. Klappe jetzt. Ich höre einen Vogel und ich hasse Vögel, die ich höre. Ah! Ja, das war der Teleporter, wo wir vorhin schon drin waren. Hier drüben kann man extrem schnell den Kreis schließen, weil wir jetzt halt direkt von alle Türen von Anfang an öffnen können. Das macht solche Puzzles wesentlich übersichtlicher. Das ist jetzt so irre. Ach, hier bin ich jetzt wieder. Okay. Vogel? Ja, das ist ein Vogel. Hab mich schon gewundert, warum es hinter mir auf einmal so umplägt. So, also wir wissen, hier können wir nicht drüber springen, da werden wir direkt zum Anfang teleportiert. Das war auch der Grund, weswegen ich denn vorhin einfach beendet habe, ohne zu speichern. Oder ich habe mich einfach gut dumm angestellt. Ich speichere mal jetzt nochmal und jetzt versuche ich nochmal drüber zu springen. Ja. Okay, das heißt, wir müssen erstmal die Masken sammeln, die wir dann hier überall reinstecken. Eine Maske haben wir schon gesehen. Hier kommt eine Maske, hier auch und hier auch. Ja, das heißt, wir brauchen vier Masken. Okay. Halt, jetzt rufe ich zurück. Geht's hier hinten weiter? Von was wurde ich denn gerade schon abgelenkt? Keine Ahnung. Okay, hier geht's weiter. Okay. Achso.
Boah. Holy shit. Was? Okay. So, wo geht's hier hin? Keine Ahnung. Na gut, gehen wir jetzt mal hier rein. Oh, da war ein schöner Raum. Der schießt gegen jede einzelne fucking Wand. Alter. Kriegst du eine Krise? Oh oh. So, hier sind Spiritusbrenner. Okay. Was genau? Ah! Oh, komm jetzt. Tja, erst runterfallen, dann durch die Fresse und dann direkt von allen Seiten attackiert. Schön. Schön. Guck mal her. Darf ich die überhaupt nehmen? Nee. Wahrscheinlich nicht. Ah. Der Maske. Was mal hallo. Oh. Fuck my life. Gibt noch einer? Nope, alle weg. Okay. Was ist das denn schon wieder für eine Scheiße? Uah, weg mit dir, weg mit euch. Scheiß Federviech, ey. Schöne Optik. Okay. Die Frage ist, wo geht sie runter? Wow. Oh nein, ich will wieder nachspawnen. Jetzt kommt noch einer. Okay. Wir müssen mal gucken, ob wir die da unten gefährlich nicht bekommen. Ja! Oh Gott, da kommt noch einer. Nee.
Dann nehme ich lieber den Weg, der langsam dauert. Der langsam dauert. Der langsam geht, aber das gut ist. Leider treffe ich sie so gar nicht. Ah, doch. Der, um den es mir am meisten geht, ist gestorben. Alter, dieses Rumwackeln hier, ey, das ist ja. Boah. So, jetzt müssen wir noch diese komischen Vögel anliegen. Boah, Alter, wie die alle mit Dauerfeuer haben. Ich guck das nicht. Alle weg? Alle weg, sehr schön. Da ist auch noch einer. Oh, Alter, hier sind überall welche. Holy shit. So, was ist hier? Ach, Mann. Langsam geht mir auf den Sack. Den einen treffe ich nicht, die anderen kommen ungefragt. Boah, Alter. Super, hier liegen die Leichen, wo ich nicht sehe. Wie viel halten die eigentlich aus? Mann, das macht keinen Spaß mehr. Alle herkommen. Man kann zu den Gegnern nicht hinrennen. Man muss wirklich immer warten, bis sie zu einem kommen. So, was die nächsten rauslocken. Ist das ein langwieriger Job. Money. Na kommt. Oh, nein. Oh, da hinten. Oh, und jetzt komm, Jakob. Och, nö. Okay. Jetzt müssen wir auch noch darauf warten, dass diese Kackvögel spawnen. Wir werden immer mehr, worauf wir achten müssen. Ja klar, ich bin natürlich genau reingerannt. So, hier sind die Vögel gespawnt. Das heißt, hier kann ich auch durchlaufen, oder was? Ah! Oh, da ist auch noch einer. Alter, wie häufig feuern die denn bitte? Wo ist denn jetzt der Vogel? Ich höre irgendwo einen Vogel. Da. Ne, ich höre noch einen Vogel. Ach, leck mich halt. Wow.
Okay. Ah, gut, einmal drumherum. Ja. Wow. Wo bin ich denn hier gelandet? Okay, ich habe eine neue Map. Flashkins. Das Problem ist, beim Versuch die zu holen, kriegt garantiert mehr Schaden als ich nur zu bekommen. Ah, ne, geht eckig. Ah. Oh! Ist aber lieb. Okay. Hakuna Matata. Ach, man kriegt immer nur 5 Schaden. Ah. Na gut. Was denn jetzt? Achso. War ich jetzt überall oder? Ah, nicht hier wahrscheinlich. Genau, den Schalter habe ich gedrückt, was auch immer der gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Dann drücken wir jetzt hier den Schalter. Und man ist teleportiert schon wieder Sachen rein. Ich habe keinen Bock auf dieses rein teleportieren. Boah. Weil ich höre immer andauernd irgendwelche Vögel. Das gibt's doch gar nicht. Achso, halt. Da. Geht die ganz schön schnell rum. Oha! Haben wir jetzt alle 4 Masken oder was? War das schon? Ah ne, einen haben wir bisher nur gesehen. Genau, wir müssen hier oben noch mal lang. Ah, ist offen. Sehr gut. Okay. Wow, sieht aber gut aus. Ach ja, die. Wir haben ja unsere Waffen noch gar nicht. Ist ja hier das Add-on. Oh, Hilfe, lass mich weg. Wo bist du da? Hier schon wieder ab? Oh Mann, Alter. Na gut, würde ich mal sagen, auf los geht's los. Oh. Oh, 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 oh. Okay. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Man fährt auch so. Ach, okay. Ja, klar. 3 Türen und 3 Schalter. Nein. Ich dachte, ich muss diese Tür anklicken, aber ich muss einfach nur in die Nähe kommen. Wie nennen? Wie nah denn? Oh nein, das teleportiert schon wieder welche rein. Oh Gott.
Das Problem ist, du kriegst hier nie den Rücken frei. Weil immer hinter dir welche spawnen. Oh, jetzt kommen hier noch überall Vögel rein. Ey, komm, nee. Ist mal gut jetzt. Ist doch nicht mehr normal hier. Wie willst du denn so irgendwo arbeiten können? Haben wir schon alle? Oder? Oh, Alter. Drecksfederviech. Haben wir jetzt auch schon alle drei besiegt oder was? Meine Fresse! Holy shit. So, einfach hier wieder einen Vogel abkassieren. Aber ihr habt mir nicht geglaubt, ne? Als ich damals gesagt habe, die Vögel sind das, was einem am meisten auf den Zeiger geht, habt ihr mir nie geglaubt. Ihr seht ihr, was ihr davon habt. Okay, damit haben wir jetzt, glaube ich, alle Masken. Müssten viel gewesen sein. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie hier zurück. Bitte bleib weg, bleiben Sie weg. Dankeschön. Oh, nee, hier sind wir falsch. Hier sind wir falsch. Hier müssen wir lang. Kann das sein? Ja! Okay. Ja. Nummer 1. Oh Gott, Alter. Nummer 2. Nummer 3. Und bitte Nummer 4. Jawoll! Yay! Wusafu, Wusavide, Wadara. So, wo geht's jetzt wieder nach Hause? Da geht's nach Hause. Oh, ja. Wo bist du denn jetzt hier? Hier geht's nicht nach Hause. Ach Mann, nein, ist schon wieder. Ja, klar, jetzt noch ein Eistypi. Oh Gott. Willst du mich verarschen? Macht ihr das mit Absicht oder so? Oder wie ist das jetzt hier? Stirb halt. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, bin ich. Aber da hinten ist noch eine Geheimtür, kann das sein? Da. Hier ist noch eine Geheimtür. Wie kriege ich die auf? Thank you.
ich hier nicht gerade drin? Oh Gott. Hier? Ah, na schau mal, na guck. Wow. Ach komm, deck mich halt. Was hast du jetzt her? Oh Gott, noch ein Fisch. Na gut, du gebracht hast, kannst du nämlich gar nichts. Das ist eine Verschwendung von Ressourcen. Wir spawnen hier schon wieder welche rein, die guckt mich. Ich gehe nach Hause, kein Bock mehr. So. Okay, jetzt müssen wir haben gerade die obere gelbe Tür gemacht, jetzt müssen wir die untere gelbe Tür machen. Die hier. Was ein herzlicher Empfang. Man wird gleich von der Zeit lang verarscht. Nur lass mich raus. Oh nein, den Magier. Hä? Okay. Gut.